Mit diesem Video möchte ich zeigen, wie präzise ein aus einfachen Teilen gebauter Linearantrieb sein kann. Geführt wird der Schlitten von 12 Kugellagern der Abmessungen 10 x 26 x 8 mm. Die Drehbewegung des Elektromotors wird über eine M6er Gewindestange in lineare Bewegung gewandelt. Die Verbindung von Schlitten zu Gewindestange erfolgt über zwei 20 mm breite Streifen 4 mm dickes Plastik, in welche das M6er Gewinde eingeschmolzen ist. Ein Streifen wird fest mit dem Schlitten verschraubt, während mit dem zweiten Streifen die Gewindestange eingeklemmt wird. Der Druck auf die Gewindestange muss so hoch sein, dass per Hand kein axiales Spiel festzustellen ist, sich die Gewindestange dabei aber noch ausreichend leicht drehen lässt. Normale Kugellager haben meist etwas axiales Spiel. Daher erfolgt die zweite Befestigung der Gewindestange über zwei Kugellager, die über Muttern an ein Vierkantrohr geklemmt werden. Das axiale Spiel wird dabei durch Vorspannung minimiert. Je höher die Vorspannung, umso geringer das Spiel, aber auch umso höher die Reibung. Normale Kugellager sind nicht darauf ausgelegt, axiale Kräfte aufzunehmen. Korrekterweise müssten an dieser Stelle Schrägkugellager verbaut werden, aber das Credo dieser Konstruktion ist ja, einfache Materialien zu verwenden. Je größer die Kugellager, umso besser wird die Vorspannung in axialer Richtung auf Dauer verkraftet. Wie zu sehen habe ich Kugellager mit 10 mm Bohrung und 29 mm Außendurchmesser verwendet. Die 6 mm Gewindestange lässt sich relativ leicht biegen, was für die Bewegung des Linearantriebs von Vorteil ist. Durch die simple Bauart wird sich die Gewindestange nie exakt fluchtend zur Führung des Linearantriebes drehen. Wird wie hier eine 10 mm Gewindestange verwendet, so muss eine wesentlich höhere Kraft aufgewendet werden, um diese während der Bewegung entsprechend zu verbiegen. Zusammen mit der wesentlich höheren Reibung mit dem Gewinde der Plastikführung ist das zu überwindende Drehmoment deutlich höher als bei einem 6 mm Gewinde. Eine noch dünnere Gewindestange ergibt hingegen eine zu weiche Verbindung zu dem festen Ende der Mechanik. Das 6 mm Gewinde ist ein guter Kompromiss. Zwecks Reduzierung von Reibung und somit von Abrieb ist die Gewindestange immer gut zu schmieren. Hier verwende ich als Billiglösung altes Motorenöl. Das zweite Ende der Gewindestange ist das sogenannte lose Ende. Ist dieses völlig lose, so neigt dieses Ende zum Schwingen, wenn sich die Gewindestange mit entsprechender Geschwindigkeit dreht. Ein einfaches Kugellager verhindert dieses Schwingen, lässt Bewegung in axialer Richtung allerdings zu. Herkömmliche Elektromotoren besitzen ein zu kleines Drehmoment, so dass die Gewindestange über ein Getriebe in Rotation versetzt werden muss. Auch hier ist Flexibilität in der Übersetzung und einfacher Aufbau Trumpf. Das Getriebe besteht aus einer Scheibe aus 5 mm dickem Sperrholz mit 17 cm Durchmesser an der Gewindestange und einem Stück Gummischlauch mit einem Durchmesser von 6 mm als Antriebsscheibe an dem Motor. Die Gesamtuntersetzung beträgt somit etwa 28:1. Da die Kraftübertragung durch Reibung erfolgt, müssen die beiden Scheiben aneinander gepresst werden, was hier durch ein Gummiband gemacht wird. An 12 Volt ergibt sich eine maximale Drehgeschwindigkeit von 120 Umdrehungen der Gewindestange pro Minute, wobei ein Strom von etwa 300 mA durch die Motorwindungen fließt. Die optimale Untersetzung und auch die maximal erreichbare Drehgeschwindigkeit hängt von der elektrischen Leistung des verwendeten Motors ab. Dieser Motor zieht an 12 Volt einen Strom von 1,8 Ampere, die elektrische Leistung beträgt somit rund 22 Watt.
Als Antriebsscheibe fungiert eine Gummirolle mit 15 mm Durchmesser aus einem alten Drucker. Die sich ergebende Gesamtuntersetzung ist etwa 11:1 und die maximale Geschwindigkeit beträgt etwa 600 Umdrehungen der Gewindestange pro Minute. Mit einer Messuhr wird die lineare Bewegung erfasst. Ein Teilstrich auf der Skala entspricht einer Bewegung um 0,01 mm, also 10 Mikrometer. Über die Gewindestange kann der Schlitten präzise zum Nullpunkt bewegt werden, indem die Holzscheibe per Hand im Uhrzeigersinn gedreht wird. Die Scheibe wird nun entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht, bis die Messuhr erneut eine Bewegung anzeigt, was nach nur sehr geringem Totgang der Fall ist. Haben wir den idealen Linearantrieb gebaut? Nicht wirklich. Drehen wir die Scheibe so, dass sich der Linearantrieb von rechts kommend zum Nullpunkt bewegt und markieren diese Stellung an der Holzscheibe. Nun wird der Antrieb um 3 Drehungen weiter nach links und anschließend von links kommend 3 Drehungen nach rechts zurück zur Markierung bewegt. Die Abweichung und somit das Spiel in der Anlenkung entspricht etwa 10 Mikrometern. Das gilt, solange keine Seitenkräfte auf den Schlitten einwirken. Mit einer Eigenbau-Federwaage können Kräfte gemessen werden. Wirkt auf die Feder im Innern der Mechanik eine Kraft von etwa 35 Newton, so wird diese bis zu der Markierung gestreckt. Über die Federwaage lässt sich der Schlitten mit dieser Kraft längs der Bewegungsrichtung auslenken. Wird der Schlitten nach rechts ausgelenkt und losgelassen? Und anschließend nach links ausgelenkt und losgelassen, so ist eine Abweichung von 40 Mikrometern bei maximaler Kraftwirkung und weniger als 10 Mikrometern nach dem Loslassen zu messen. Beim Einwirken von Seitenkräften ist die Steifigkeit der Mechanik von Bedeutung. Durch Drücken auf die Grundplatte kann ich eine Auslenkung um 20 Mikrometer bewirken. Verbiegen der Gewindestange ergibt bis zu 50 Mikrometer Abweichung, wobei die hier per Hand beigeführte extreme Biegung in der Praxis nicht auftreten dürfte. Direkt an der Befestigung der Kugellager kann per Hand eine Auslenkung um etwa 5 Mikrometer bewirkt werden. Die an der Gewindestange befestigte Sensorscheibe besitzt 32 Zähne, womit sich 128 Pulse an den beiden Lichtschranken für eine Umdrehung ergeben. Mit dem Arduino kann der Linearantrieb somit theoretisch auf 7,8 Mikrometer genau angesteuert werden. Wie zu sehen, erfolgt die Bewegung nicht in gleichmäßigen Schritten. Die zurückgelegte Strecke pro Schritt variiert von weniger als 5 Mikrometern bis hin zu mehr als 10 Mikrometer. Auch Überschwingen ist zu erkennen. Der Zeiger der Messuhr schwingt bisweilen deutlich, bevor der Schlitten den vorgegebenen Endpunkt erreicht. Wird der Antrieb von links kommend zum Nullpunkt gefahren? Dann um weitere 32 mm nach rechts und anschließend wieder um die gleiche Anzahl Pulse nach links gefahren, so ergibt sich eine Abweichung von deutlich unter 5 Mikrometern. Mit einem zweiten Schlitten, der auf Gummidichtungen entlang zweier Aluschienen gleitet, können im Betrieb auftretende Seitenkräfte simuliert werden. Der Schlitten gleitet mit einer Kraft von etwa 35 Newton. Wird der Schlitten erneut 32 mm nach rechts und wieder nach links gefahren, so ergibt sich eine Abweichung von 35 Mikrometern unter Last, was etwa 5 Zählpulsen an der Sensorscheibe entspricht.
Wie schlägt sich der Antrieb im Dauertest? Zunächst wird am Startpunkt die Abweichung und der Seitenlast mit Hilfe der Federwaage bestimmt. Die sich ergebende Abweichung ist deutlich kleiner als zuvor gemessen, da die Mechanik etwas strammer justiert wurde, um das Spiel zu minimieren. Der Schlitten wird über einen Zeitraum von 80 Minuten 100 Mal mit maximaler Geschwindigkeit um 22 cm nach rechts und wieder nach links bewegt. Nach der letzten Bewegung wird die Abweichung unter Einwirkung der Federwaage erneut bestimmt. Diese beträgt nun etwa 30 Mikrometer. Der Verschleiß an dem Plastikgewinde ist die Ursache für die deutliche Verschlechterung. Ändern wir daher die Befestigung dieses Gewindes leicht ab. An einer Seite wird die untere Hälfte des Gewindes nun über einen Stapel Gummidichtungen leicht flexibel an die obere Hälfte gepresst. Der Abrieb des Kunststoffgewindes wird somit zumindest in kleinen Grenzen kompensiert. Anstelle der Dichtscheiben kann auch eine Gummirolle oder eine ausreichend starre Feder aus einem alten Drucker verwendet werden. Erneut wird der Antrieb über 80 Minuten 100 Mal um 22 cm nach rechts und wieder nach links gefahren. Das Spiel unter Einwirkung der Federwaage beträgt nur 20 Mikrometer. Nach weiteren 300 Durchgängen, also insgesamt einer Bewegung von fast 1,8 Kilometern in 320 Minuten unter Dauerlast, wird der Test wieder durchgeführt. Die Abweichung beträgt nach wie vor lediglich 20 Mikrometer unter maximaler Seitenlast und ist deutlich kleiner nach dem Loslassen. Der Abrieb am Plastikgewinde wird durch die geänderte Befestigung sehr gut kompensiert. Mit dem Lastschlitten beträgt die Abweichung unter Richtungsumkehr 30 Mikrometer. Ohne den Lastschlitten sind es nur etwa 5 Mikrometer. Eine volle Umdrehung der Gewindestange entspricht einer Bewegung um 1 mm. Wird die Drehung in 4 Schritte unterteilt, so messen wir eine Bewegung um 245, 490, 745 und 990 Mikrometer. Ein unrunder Lauf des Antriebes ist mit der verwendeten Methode nicht festzustellen, die Fehler sind innerhalb der Messabweichung. Starten wir die Messungen am Ende der Führung erneut. Der Schlitten kann hier über die Federwaage um bis zu 35 Mikrometer ausgelenkt werden. Nach dem Loslassen ergibt sich auch hier eine Auslenkung um weniger als 5 Mikrometer. Die Unterteilung in 4 Schritte ergibt Bewegungen um 245 Mikrometer, 495 Mikrometer, 750 Mikrometer und 990 Mikrometer. Auch hier ist kein unrunder Lauf zu belegen. Die Abweichung bei Richtungsumkehr ohne Lastschlitten beträgt etwa 15 Mikrometer. Während sich mit diesem eine Abweichung von 45 Mikrometer ergibt. Die M6er Gewindestange lässt sich auf einer Länge von 25 cm etwas stärker biegen, der Unterschied fällt mit 15 Mikrometern jedoch recht gering aus.
Auch das Untersetzungsgetriebe hat den Dauertest gut bestanden, die Gummirolle ist nur etwas aufgeraut worden. Bleibt festzustellen, dass der Linearantrieb mit einer relativen Genauigkeit nicht schlechter als 50 Mikrometer positioniert werden kann. Mit einer steiferen Mechanik sollten bessere Resultate zu erzielen sein. Mehr zur Mechanik der CNC-Maschine gibt's in einem folgenden Video. Danke fürs Angucken und bis bald!